Bayern, der Sohn des Bärenjägers. Das hier ist das Plakat der Karl-May-Festspiele 2004 in Bad Segeberg am Kalkberg. Und ich halte es immer noch in allen Ehren und es ziert einer meiner Wände im Haus, weil es für mich einfach bis heute eine ganz, ganz tolle Erinnerung ist und ein wunderbarer Sommer war. Ja, hier auf dem Bild seht ihr meine Wenigkeit. Ich habe die Mary Lou Carson gespielt, eine emanzipierte Wildwest-Reporterin. Daneben haben wir den Winnie-Two, das hat damals der Gojko Mitic gespielt. Wunderbarer Mensch und vor allem jahrelang der Winnie-Two am Kalkberg. Und auch der Winnie-Two übrigens in der ehemaligen DDR. Gojko Mitic hat fantastische Filme gedreht. Und Leute, der Mann sah so heiß aus, ja, da versagt mir noch heute die Stimme. Ich habe damals mal gesagt, ich habe ein paar Filme von ihm gesehen. Wäre ich in seiner Zeit geboren worden, ich hätte ihn geheiratet vom Fleck weg. Also wirklich grandios. Müsst ihr mal schauen, wenn ihr so Oldschool-Filme mögt. Das war wirklich Winnie-Two des Ostens. Und dann eben auch war Gojko Mitic am Kalkberg vertreten und hat jahrelang dort den Winnie-Two gespielt. Ja, und daneben finden wir den Patrick Bach, der hat den Sohn des Bärenjägers gespielt, in der Rolle als Martin. Manchen von euch ist er vielleicht noch aus der einen oder anderen Serie wie Silas bekannt oder auch die Ballettserie damals mit Anna. Und ja, und daneben haben wir dann noch den Uli Kinalzig, der den Bärenjäger gespielt hat. Ja, für mich war das eine ganz, ganz tolle Zeit und ich möchte euch ein bisschen davon erzählen und auch vielleicht ein paar Bilder zeigen. Für die einen, die die Karl-May-Festspiele vielleicht noch nicht kennen und für die anderen, die jetzt ein bisschen so in Erinnerung mitschwelgen möchten und auch ein bisschen Backstage-Geschichten und Anekdoten hören möchten, für die ist dieses Video gedacht. Und vor allem in diesem Jahr ist es ja so, dass aufgrund von Corona die Festspiele leider nicht stattfinden können. 2020 ist ein spezielles Jahr, gerade eben für Kunst und Kultur ein sehr, sehr schweres Jahr. Nichtsdestotrotz wollen wir doch einfach nach hinten in die Vergangenheit schauen, um uns zu erinnern und dann auf die Zukunft hoffen und dass es eines Tages wieder heißt Vorhang auf am Kalkberg. Ja, wie ich eben schon erzählt habe, ich war 2004 dabei. Die Anfrage kam im November 2003. Ich war direkt total fasziniert von dieser Anfrage, dass ich dort als Schauspielerin mitwirken soll und darf. Ich hatte nur ein Problem, ich konnte nicht reiten. Das war so ein bisschen eine Voraussetzung, dass man eben reiten kann, weil in dieser Rolle das auch erforderlich war. Und wer schon mal bei den Karl-May-Festspielen war, weiß es ja auch. Also da ist ja fast jeder mit dem Pferde unterwegs. Es ist ja auch eine gigantische Kulisse dort am Kalkberg. Tausende von Zuschauern passen in diese offene Open-Air-Arena. Die Pferde, die galoppieren da auch manchmal wirklich so gefühlt einen Zentimeter am Zuschauer vorbei in die Arena rein. Das ist übrigens auch immer ein ganz toller Moment, auch wenn Winnie-Two immer seinen Kreis einmal oben durch die Zuschauerränge reitet mit der altbekannten Winnie-Two-Musik. Also da kriegt man ja auch immer so ein bisschen Gänsehaut und es ist so ein tolles Gefühl und das kann man auch gar nicht das kann man nicht nachempfinden, wenn man nicht einfach mal auch dort vor Ort gewesen ist. Es gibt ja auch öfters mal eine Fernsehausstrahlung, damals von unserem Stück übrigens auch. Das wurde damals im NDR gezeigt und es ist schön, sich das da anzusehen, aber man muss es einfach live sehen, weil es da nochmal eine ganz, ganz andere Atmosphäre ergibt. Ja, und zu meiner Rolle gehört es nun auch mal zu reiten oder reiten zu können und deswegen hatte ich dann ein knappes halbes Jahr Zeit, die Reitkunst zu erlernen, was ich dann auch tapfer gemacht habe. Ich habe mir hier in Köln neben dem Schauspiel, ich war damals noch bei Unter uns tätig in der Serie, habe ich halt Reitstunden genommen und habe auf einem riesigen Schulpferd gelernt, mit so englischen Sattel, also so Pferdekenner, die wissen jetzt, was ich meine. Und ich bin wirklich sportlich, aber ich habe gedacht, ich brauche eine Leiter, um auf das Pferd da hochzukommen. Ja, und dann hieß es erstmal zu lernen, was gar nicht so einfach ist. Also es gestaltete sich teilweise schwieriger als mit einem Auto, weil das Auto, das habe ich unter Kontrolle. Beim Pferd war es andersrum, das Pferd hatte mich unter Kontrolle. Und ja, Pferde merken unheimlich viel und auch die Unsicherheiten. Und deswegen war das am Anfang wirklich ein großer Kampf. Aber für diesen Traum, dass ich dort mitwirken darf und kann, habe ich mich natürlich ordentlich ins Zeugs gelegt und habe es dann auch geschafft, in Bad Segeberg zu den Proben anzureisen und halbwegs sicher auf dem Sattel zu sein. Ich sage aber nur halbwegs sicher, denn kaum hatten wir den ersten Probentag. Ich hatte ein weißes Pferd damals zugeteilt bekommen als Hauptrolle
Und dieses Pferd hatte eine Freundin. Und diese Freundin war bereits im Stall und ich war mit dem Pferd halt noch unten in der Arena unterwegs und das hat dem Pferd nicht geschmeckt. Und dann hat es ordentlich gebockt und sich aufgebäumt und mich zu Fall gebracht. Also ich habe gemerkt, ich habe das Tier nicht mehr unter Kontrolle und habe noch geschafft, die Füße aus den Steigbügeln rauszuziehen und dachte, vielleicht seitlich vom Pferd knallen ist besser als hinten oder vorne über und dann noch irgendwie zertrampelt zu werden. Und dann lag ich aber auch schon im Sand und es hat auch echt wehgetan. Alle stürmten dann damals in die Arena rein, halfen mir auf die Füße und an dem Abend saß ich dann im Hotel am See mit einem Glas Sekt in der Wellness-Oase am Schwimmbad und habe mir gedacht, ich glaube, das ist eine Nummer zu groß für mich. Ich sage hier morgen, dass ich nach Hause muss. Das kriege ich doch nicht hin. Also ich habe wirklich mich so, ich habe gedacht, wow, das ist schon eine Herausforderung, weil ja, man muss dort reiten können, man muss, allen Wetterbedingungen ist man ausgesetzt, man rennt durch den Sand, es gibt Kampfszenen, wir wurden mit der Waffe vertraut gemacht, nicht, dass wir richtig schießen, aber auch mit den Platzpatronen ist ordentlich umzugehen und mit der Spielwaffe ist ordentlich umzugehen. Man muss lernen, dass man auch den Pferden mit den Platzpatronen nur in den Rücken schießen darf sozusagen und nicht dem Pferd entgegen. Dann muss man mit dem Pferd umgehen können, da oben drauf sitzen und auch noch den Text schauspielerisch gut rüberbringen. Es war wahnsinnig anstrengend, obwohl es ist hier schon Jahre her, ich war blutjung und trotzdem war alles wahnsinnig anstrengend und nach dem Sturz dachte ich einfach, das hier ist echt eine Nummer zu groß für dich. Ne? So, bevor du dir jetzt komplett den Hals brichst, fährst du lieber heim. Tja, mit einmal drüber schlafen habe ich mich aber dann doch natürlich Gott sei Dank entschieden zu bleiben und wir hatten auch ein mega, mega tolles Team. Auch der Director war super, damals der Norbert Schulze Junior, der schon viele Jahre eben als Regisseur Erfahrung hatte am Kalkberg und gerade die alten Hasen haben mir auch damals unheimlich viel geholfen, diese Anfangsphase zu überleben und zu überstehen. Wir haben circa 4 Wochen vor der Premiere geprobt und alles erarbeitet, hatten auch parallel Reitunterricht und ja, nachdem ich von dem Pferd gestürzt bin, hatte man sich auch überlegt, mir ein anderes Pferd zuzuteilen. Und dann kam meine Zeit mit Püppi. Püppi, eigentlich Pepita, war ein braunes Pferd. Ich zeige sie euch gerade mal. Ja, das war die Püppi und Püppi war ein total gutmütiges und relaxtes Pferd, durch den Winter ein bisschen zu wohlgenährt, sagen wir es mal so, während die anderen irgendwie normal auf ihrem Pferd saßen, saß ich im Spagat da, weil sie doch ein bisschen zu dick geworden war. Aber wir haben uns schnell ineinander verliebt und gerade in der Probenzeit ist es auch so, dass die Schauspieler alle hoch in die Ställe müssen und die Pferde selber zurecht machen, bevor es dann eben in die Proben geht oder in den Reitunterricht geht, was ich immer ganz, ganz toll fand, weil man eben so eine Bindung mit dem Pferd über den Sommer, weil wir arbeiten ja über 3 Monate zusammen, das Pferd und ich, so konnten wir wunderbar eine Bindung aufbauen und ich bin dann immer morgens eine der ersten im Stall gewesen, um die Püppi eben fertig zu machen, weil Püppi fand es immer ganz toll, sich in diesen Holzspänen, in diesen Spänen, die da so in den Boxen, Pferdeboxen liegen, sich da auch gerne reinzulegen und ich konnte dann jeden Span einzeln aus dem Schweif oder aus ihrem Pferdehaar halt rausholen und das ließ sie aber alles ruhig über sich ergehen, aber es kostete natürlich auch eine Menge Zeit und dann wurde halt gestriegelt und die Trense angelegt und gesattelt und die Hufe, was man alles halt so machen musste. Ich grabe jetzt auch teilweise tief in meinem Gedächtnis, weil es ist halt schon viele Jahre her und dann ging es halt runter in die Arena und dort wurde dann geprobt. Da hatten wir dann eben den Reitunterricht oder die Pferde wurden auf der Hinterbühne geparkt, da gibt es extra Parkplätze. Ich zeige euch den Parkplatz mal gleich zusammen mit Winnetou. Das ist ein Pferdeparkplatz auf der Hinterbühne gewesen. Auch auf der Hinterbühne gab es unheimlich viele Regeln, die es zu beachten gibt, wo man gegenseitig sehr respektvoll miteinander umgehen muss, wo man immer achtsam sein muss, weil auch während der Show und während der Probenzeit die Pferde kommen manchmal mit einem ganz schönen Karacho aus dieser Arena rausgaloppiert wieder auf die Hinterbühne. Das heißt, das ganze Team muss wirklich als Team arbeiten und miteinander arbeiten und man muss immer auf der Hut sein und kann irgendwie nicht während des Stückes, wenn man auf der Hinterbühne sich befindet, irgendwie vor sich hin träumen und in der Gegend rumstehen, weil sonst wird man unter Umständen einfach mal von einem Pferd überritten.
Und ja, das ist ganz spannend, was auch da Backstage eben passiert und was man halt alles lernen muss und kann und darf. Und ja, für mich war die Probenzeit wahnsinnig intensiv. Ich habe dann eben auch gelernt, mit der Waffe umzugehen, was ich halt zu beachten habe. Denn auch mit diesen Platzpatronen kann man Menschen verletzen. Das wurde uns dann von dem Waffenmeister anschaulich alles in den Proben oder in der Probenzeit erklärt. Ja, was eine Platzpatrone, wenn man sie auf eine Melone hält, auch anrichten kann. Das war jetzt auch nicht so ein tolles Bild. Und deswegen wusste man dann schon, was man für Verantwortung zu tragen hat. Und das sind ja alles Dinge, die sieht man als Zuschauer hinterher gar nicht. Ja, da sitzen dann wir hatten ja oft Doppelvorstellungen in der Woche. Sonntags gab es nur noch eine Vorstellung, aber ansonsten hatten wir immer, ich glaube, Donnerstag, Freitag, Samstag hatten wir Doppelvorstellungen, Sonntag nochmal am Spätnachmittag eine und dann hatten wir irgendwie 3 Tage frei und dann ging der ganze Rhythmus von vorne los. Und das sind ja immer so Sachen, die kann man sich gar nicht vorstellen, weil man sieht am Schluss so eine perfekte Inszenierung und was man dafür im Vorfeld alles leisten musste und was alle zusammen leisten mussten, das kann man ja kaum erahnen. Und ja, aber ich habe auch gelernt, mit der Waffe umzugehen. Dazu kamen auch Stuntleute, die uns koordiniert haben und Dinge beigebracht haben. Es gab natürlich auch Kampfszenen. Ich musste auch auf ein Haus hochklettern. Ich war Wildwest-Reporterin, hatte immer so eine alte Kamera dabei. Ich musste von dem Haus oben aus schießen. Ich musste natürlich gucken, dass ich selber nicht in einer Kampfszene, wenn ich habe Indianer von der Leiter getreten, dass ich dem Darsteller natürlich nicht meinen Cowboy-Stiefel wirklich ins Gesicht schmettere. Ja, also wie muss man den Abstand halten? Wie macht man diese ganzen Kampfvorgänge? Da haben wir eben mit Stuntleuten zusammengearbeitet, was auch unheimlich spannend war und ich auch unheimlich viel gelernt habe. Und die Szene, wo ich oben auf dem Dach bin und wir gerade einen Angriff der Indianer versuchen abzuwehren, die zeige ich euch jetzt, das Foto. Das dann aussehen während einer Show. Ich glaube, das sind Bilder von der Premiere gewesen, wo ich glaube, wie gesagt, ich weiß es nicht, wie viele tausend Leute reinpassen in der Arena, aber wir hatten sehr, sehr oft volles Haus. Ich weiß nicht, damals haben in diesem Sommer 280.000 Leute oder sowas, Zuschauer hatten wir ungefähr über die gesamte Spielzeit. Das sind schon gigantische Sachen. Wenn sich jetzt der eine oder andere fragt, wie ist denn das? Ihr habt ja da auch Text und sprecht da. Wie brüllt ihr da? Wir brüllen nicht. Wir haben Microports an. Das heißt, auch hier sind Tonleute vor Ort über die ganze Saison, die uns halt verkabeln an den verstecktesten Stellen. Die einen haben zum Beispiel ihren Ton hier oben aus so einer Indianerperücke rausgucken oder ist es irgendwo hier geklebt. Bei mir war das Kostüm ganz praktisch, dass man es eben an der Weste befestigen konnte. Wir waren dafür auch zuständig, eben gegebenenfalls zu gucken, ne, dass immer alles mit den Microports in Ordnung ist, wo wir uns die abholen, dass wir uns verkabeln lassen und sie natürlich aber auch hinterher wieder zurückgeben. Und mir fällt gerade noch eine schöne Anekdote während der Probenzeit ein, als es schon so ein bisschen in die heiße Phase ging und ich mit Püppi bin ich ja dann ganz gut zurechtgekommen zu Pferde. Also dafür, dass ich vorher überhaupt nicht reiten konnte, war es am Schluss so, dass die Reitlehrerin, die übrigens auch immer vor Ort ist, ich sage euch, das Team wird immer größer, was ich so alles erzähle, die hat mich hinterher sogar mit einer Trense reiten lassen, wo ich eben einarmig geritten bin, so richtig cool, den Berg wieder hoch und wieder runter. Da war ich sehr, sehr stolz drauf und saß dann auch am Schluss wirklich dank ihr, der Silvia, sicher im Sattel. War auch eine tolle Zeit. Aber was mir kurz vor der Premiere einmal passiert ist, Püppi war ja schon so eine kleine Schlafnase, also mein Pferd. Und die ist immer total aufgeblüht, wenn es Showtime war. Dann war die echt komplett da. Dann war die so, die Ohren gingen hoch und sie war richtig cool drauf. Aber so in der Probenzeit war es so, naja, müssen wir jetzt wirklich nochmal, ne? Und dann sind wir einmal von einer Szene auf der Hinterbühne so einen kleinen Abhang gemütlich runter gelaufen und war halt sehr nachlässig mit der Trense und Püppi kam halt ins Stolpern und Püppi und ich fielen tatsächlich da an diesem kleinen Abhang um. Also sie stolperte viel und ich lag halt mit einem Bein unter dem Pferd, ja, und im einzigen Pferdehaufen, der da weit und breit war, lag ich drin. Gut, dann zog ich irgendwie mein Bein unter diesem 600 Kilo Pferd wieder hervor. Es kam auch relativ schnell auf die Beine. Ich hatte danach, weil der Steigbügel leider an meinem Schienbein war, ein Hämatom, was ungefähr gefühlt so groß war. Ansonsten hat sich das Gewicht des
Pferd ist wahnsinnig gut über mein Bein verteilt. Es ist heile geblieben, aber ich hatte wirklich das Hämatom des Jahrhunderts. Aber das hatte mich in dieser Sekunde gar nicht so interessiert und ich habe es auch gar nicht so wahrgenommen, weil das einzige Problem war, dass ich unheimlich nach Pferdemist gestunken habe und das mitten in der heißen Probe. Heiße Probe bedeutet, wir haben einen kompletten Durchlauf und es wird in der Regel dieser Durchlauf auch nicht gestoppt, denn es kann ja immer mal was passieren. Und ich bin zum Aufnahmeleiter gegangen und habe gesagt, ich stinke wie die Pest, was er natürlich auch direkt registriert hat. Ich bin von oben bis unten mit Pferdeäpfel-Scheiße-Mist hier beschmiert und bekleckert. Das klebte an meiner Weste, an meiner Lederhose und so weiter. Dann sagte er, ja, wir sind in einer heißen Probe. Also das kann auch in der Show passieren. Es muss weitergehen, da können wir ja nicht die Show anhalten. Gut, ich wollte es ja nur weitergeben, dass ich das bin, die so stinkt. Und in der nächsten Szene saß ich dann mit Winnetou und Old Shatterhand oben in einem, ja, bildlichen Versteck. Die Szene war so, dass wir uns so ein bisschen geduckt versteckten und zu dritt auf der Lauer lagen. Und ich merkte auf einmal, wie von beiden, von Winnetou wie Old Shatterhand, so ein bisschen die Nase gerümpft worden ist und dann beide erstmal so einen Meter von mir Abstand nahmen. Ja, so weit sind sie mir nie wieder von der Seite gewichen wie in diesem Moment. Aber ja, der Geruch war wohl, ach, also erstmal in dem Moment etwas zu stark und nachhaltig. Das war so eine kleine Anekdote. Habe ich euch eigentlich schon die Zuschauerränge gezeigt? Weil ich rede hier von vollem Hause, was wir immer hatten. Wie das bei der Premiere aussah, das zeige ich euch auf diesem Foto. Circa 4 Wochen Probenzeit war es ja dann auch endlich soweit und die Premiere stand ins Haus. Mittlerweile war ich schon in meinem ganzen Tun recht sicher und hatte ja auch eben den Sturz mit der Püppi überlebt und war ganz guter Dinge. Und ja, dann kam die Premiere und das war schon natürlich was total Aufregendes, als sich dort am Kaltberg die Ränge füllten. Ja, wenn man das dann eben so sieht, dass Hunderte und Tausende von Leuten kommen und sich dieses Stück eben ansehen. Da geht einem schon ganz schön die Pumpe und ich war auch wahnsinnig aufgeregt und ja, man ist dann in diesen Backstage, in diesen Kulissen und wartet halt auf seinen großen Auftritt, hofft, dass alles gut geht, dass das Microport funktioniert, dass man gehört wird, dass man den Text nicht vergisst. Ja, mit den Pferden, das ist halt auch immer etwas, man kann das nicht einschätzen. Pferde können sich auch mal vor irgendwas erschrecken oder möchten halt was anderes, als man selber möchte. Es gab dann auch Situationen, da musste man das Pferd halt versuchen, ein bisschen ruhig zu halten, aber es wäre halt vielleicht gerne lieber auf die Hinterbühne oder in den Stall. Aber so alles im allem, muss ich sagen, ist das bei mir mit der Püppi dann wirklich komplikationslos gelaufen in diesem Sommer und es hat mir irre viel Spaß gemacht und ich fand auch, dass wir damals ein unheimlich dankbares Publikum hatten. Ich glaube, das ist in jedem Jahr so, weil es ist nicht einfach nur ein Theaterstück, es ist ein großes Spektakel mit eben Indianern und Cowboys und tollen Geschichten von Karl May und die lassen die Menschen so gemeinsam, ja, diese Festspiele auch feiern und das habe ich in jeder Vorstellung gespürt. Mir waren die Abendvorstellungen natürlich meistens noch lieber, weil da kam noch mehr Atmosphäre auf, wenn es dann auch langsam dunkel wurde und der Kaltberg auch beleuchtet worden ist. Und es passiert ja auch unwahrscheinlich viel Pyrotechnik in den Shows. Ja, es knallt und Fässer fallen um und Feuer und es macht hier Puff und Bang und es ist ein Spektakel für Groß und Klein. Da habe ich übrigens auch noch mal 1, 2 Fotos für euch. Schaut mal. Auch wirklich gigantisch war in dem Stück Ein Sohn des Bärenjägers. Wir hatten einen Berg oder ein Konstrukt, was aussah wie ein Berg und ziemlich im Finale des Stückes haben dort zwei Menschen gekämpft und der Indianer, der Böse in der Geschichte, ist schlussendlich in den Abgrund gestürzt. Das Ganze war von einem Stuntman dann, also der Schauspieler wurde gegen einen Stuntman ausgetauscht und der Stuntman ist ungelogen in allen 72 Vorstellungen 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Ich habe jedes Mal die Luft angehalten, es gab ein riesiges Luftkissen, auch versteckt hinter der Kulisse, die man also als Zuschauer gar nicht wahrnehmen konnte. Und der stand eben da oben
und stürzte jedes Mal darunter. Es war für mich immer unbegreiflich, dieser Typ, der war so cool. Und ich habe ein Bild, glaube ich, wo er da oben steht und ihr könnt ungefähr ahnen, ja, was eben 20 Meter sind. Erinnern, dass da auch immer ein Raunen durchs Publikum ging, wenn halt dieser Sprungsturz halt kam. Wir unserem Kollegen immer die Daumen gedrückt haben, dass alles gut geht, und es war schon wirklich eine krasse Sache, und das zeigt auch, wie professionell am Kalkberg eben gearbeitet wird, mit was für einem riesigen Team eben aus Schauspielern, aus Reitern, viele Kleindarsteller, die mitwirken und die alle so wahnsinnig wichtig sind, weil sie eben in ihren Kostümen ja diese ganze Atmosphäre und das ganze Stück und das ganze Spektakel so toll unterstützen und auch so genauso verantwortungsvoll mitarbeiten müssen und mit bei der Sache sein müssen. Was gibt es dann noch auf der Hinterbühne, von Aufnahmeleiter bis Reitlehrer bis hin zur Kantine, wo man gut versorgt wird, Licht und Sprecher und alle, die da so bei sind, und Techniker. Es ist ein wahnsinnig großes Team. Nicht zu vergessen die Pferde, die auch großartig sind einfach, und ja, gerade mein Püppi damals, ich habe sie wirklich geliebt und habe auch ein paar Tränchen vergossen, als ich dann ihr am Schluss halt Tschüss sagen musste, und habe sie dann auch leider nie wieder gesehen. Irgendwann gab es die Püppi halt nicht mehr, und das war natürlich ein bisschen traurig. Es ist ein wahnsinnig großes, besonderes Spektakel, was ich sagen würde, in Deutschland ja so gut wie einzigartig ist in diesem Größenumfang. Und ich hoffe, ich habe euch, vielleicht diejenigen, die es jetzt noch nicht kennen oder noch nie da waren, ein bisschen Lust drauf gemacht. Ich selber habe jetzt auf jeden Fall wieder Lust bekommen. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr alles ein wenig wieder beim Alten ist und es eben auch am Kalkberg wieder heißen darf: Vorhang auf für eins der tollen Karl-May-Stücke. Und ja, ich werde mit großer Sicherheit zu Gast sein und mir dieses Spektakel dann auch wieder anschauen.